Und das Thema der Aktuellen Stunde bekannt geben, das von der Fraktion Gerechtes Innsbruck vorgeschlagen wurde, mit dem Thema Versprochen gebrochen, das grüne Bürgermeisterexperiment Georg Willi ist gescheitert. Und ich nehme an, dass der Herr Kollege De Pauli als erster Redner beginnen wird. Bitte. Genau, hoher Gemeinderat, Bürgermeister und die Zuschauer zu Hause. Zuerst einmal danke für dieses Thema. Das war nämlich nicht mir allein ist das eingefallen. Das habe ich in Zusammenarbeit mit einem gewissen Mandataren, den ich natürlich nicht nennen kann, gemacht. Die haben gesagt, das war mal erwähnenswert, das Ganze. Aus diesem Grund haben wir das gemacht. Ja, um was geht's? Versprochen, gebrochen von meinem Bürgermeister. Wie ein Bürgermeister war, ist 2018, ich habe kurz vorlesen, hat er gesagt, ich werde beweisen, dass es auch anders geht. Ja, leider Gottes ist der Beweis gelungen, dass es anders geht. Als Bürgermeister möchte ich Gemeinsamkeiten aufzeigen, Unterschiede überwinden. Zusammenhalt ist wichtiger, als den eigenen Kopf durchzusetzen. Bürgermeister, du hast es gesagt, den eigenen Kopf durchzusetzen, den hast du aber mittlerweile sehr oft versucht durchzusetzen. Und zuhören ist die Grundlage für bessere Ideen. Das hat gut gelungen, da haben wir Plakatl, schau es an, es geht auch anders, wir wissen, es ist anders gegangen. Ob das jetzt zur Freude des Bürgers war, wage ich zu bezweifeln. Du hast viele Versprechungen gemacht, du hast uns Kleinfraktionen versprochen, wie du uns versuchen wirst einzubinden. Alle 3 Monate hocken wir uns zusammen auf ein Gespräch. Wir haben seit 30 Monaten nicht mehr gesprochen. Ich glaube, meinen Kollegen geht es nicht viel anders. Dein erster Akt, Bezug nehmen der Bürgerbeteiligung und die Bürger müssen mitreden, war die Abschaffung des Stadtteilausschusses Igels, die von dir initiiert wurde, obwohl vor der Wahl noch sie in den Himmel aufgelobt hast. Super Sache. Dann war der Koalitionsbruch, den hast ja du begangen, lieber Bürgermeister, wo du die Frau Vizebürgermeisterin abgewählt hast, die im Übrigen in der vorigen Regierung mit gewissen Sachen, die man dann bekrittelt hat, eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Die hat die ersten 3 Jahre einen Frieden in der Koalition gehabt und die Jahre darauf auch noch einigermaßen. Das ist dir die ersten 3 Jahre überhaupt nicht gelungen. Das heißt, wir haben da kein Schneechaos, das haben wir jetzt 4 Wochen, aber das Politchaos, lieber Bürgermeister, haben wir mit dir seit 3 Jahren. Der Bürgermeister und der Umweltschutz, die Umweltfighter, jeder sagt, jetzt haben wir einen grünen Bürgermeister, aber jetzt geht's auf, jetzt wird die Umwelt leben, ja, die wird sehr viel leben, indem wir nämlich noch nie so viele Bäume umgeschnitten haben, noch nie so viele Plätze zubetoniert. Und wenn ich jetzt sage, der Bürgermeister hat unter anderem in Innsbruck den Klimanotstand ausgerufen, haben wir in Innsbruck den Politiknotstand, nicht den Klimanotstand. Und was waren nachher die Erfolge des Klimanotstandes, Herr Bürgermeister? Am Judenbüdel oben in Mühlau oder außen in Kranewitten hast du keine gesunden Bäume umgefällt. Dann haben wir eine Baumschutzverordnung gefordert, um die Bäume von den grünen Holzfällern zu retten. Was hast du gemacht? Von der Tagesordnung das erste Mal einmal angestrichen. Und beim zweiten Mal, bitte lasst es euch auf die Zunge zergehen, die Grünen lehnen die Baumschutzverordnung ab. Ist eine super Sache. Und zum Schluss noch, dass wir noch was draufgeben auf deinen Umweltschutzgedanken, hast du 120 Dieselbusse für die IVB bestellt für die nächsten Jahre. Diesel bitte, keine Elektrobusse, Wasserstoffbusse, wie es in anderen Städten schon gibt, Dieselbusse. Die grünen Umweltfighter sollen leben. Und meine Großmutter hat immer gesagt, und ich kann sie nicht oft genug zitieren und ich kann sie nicht oft genug dran denken, es ist nicht jeder für alles geeignet. Ich hatte jetzt noch ein paar Sachen. Wir haben ein leistbares Wohnen gefordert und du hast eine Wohnung in ein Billighotel umwidmen lassen. Ist auch eine super Sache. Politisches Chaos seit 3 Jahren, habe ich bereits gesagt. Du hast deine Bürgermeisterkanzlei oder wie man sie nennen, deinen Medienservice aufgeblasen, wo du es bis heute noch nicht sagst, wie viel du eingestellt hast, während du an anderen Stellen wie Bauhof und so weiter eingespart hast. Und das haben die Leute jetzt schmerzlich erkennen müssen bei der Schneeräumung, sparen am falschen Platz. Von A bis Z ist es 3 Jahre ein Vollchaos, Herr Bürgermeister. Und ich hoffe und viele andere, dass das nicht mehr lang anhalten wird. Danke.